Peekaboo. Hier sind wir endlich im Falkenheim angekommen, hier in Paper Mario The Thousand Year Door. Und warum komme ich hier eigentlich nicht dran? Was soll denn der... Oh, na dann. Habt ihr gesehen? Gumbrin hat sich teleportiert auf die andere Seite. Magierin. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Oh, das ist also Falkenheim, ja? Wir lieben den Kampfsport. Das glaube ich euch. Was sind hier? Frische Bar. Und nur Taschengutschein. Warum ist das auf Deutsch? Das ist ja cool. Schön auf Deutsch übersetzt. Frische Bar, Falk. Wir können sogar rein. Okay. Bonjour. Warum sagt der bla 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 bla? Bonjour, Monsieur Schnauzer. Du bist also auch hier, ne? Warum sieht aus wie Elvis? Ich habe es auf die kleine Mademoiselle da abgesehen. Siehst du sie? Steh mal so nicht im Weg. Sieht schon hübsch aus. Hallöchen. Dieser Bart. Wie kommt er mir bekannt vor? Mario heißt du? Diesen Namen habe ich auch schon irgendwo gehört. Eine wahre Schönheit. Wie mag sie wohl heißen? Sie kommt ja oft hierher und immer steht sie ganz allein still in einer Ecke. Eine mysteriöse Dame. Aber sie wird von allen bewundert. Ich meine, sie ist ja auch hübsch. Macht Sinn. Dieser blöde Macke. Was macht er denn hier im Falkenheim? Verfolgt er uns etwa? Mario, sag mir sofort, dass das nicht wahr ist. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Diese kleine grüne Männchen. Und dieses kleine da, Ding da. Das ist der Wirt in dieser Saftbar. Sein Name ist Bonhard. Okay. Nach dem Kampf kommen viele Fans aus der Arena direkt in seinen Laden. Übrigens, dieser Wirt liebt Hammer. Er ist ein richtiger Hammerfetischist. Ist das so? Ja, mag er das? Ich mag das nämlich auch gerne. Also, auf andere aufzuhauen. Und willkommen. Hier treffen sich die Fans der Arena, um zu palavern. Bitte, mach sie bequem. Um zu was? Ich sagte palavern. Okay, komische Wortwahl. Dieser Bluff ist ein großer Fan von Aurelius. Aber noch lieber ist es ihm, wenn die Kämpfer gewinnen, auf die er gewettet hat. Ey, beim heutigen Hauptevent, ne? Da setzt sich auf Aurelius. Wer sein Gegner ist, ne? Vielleicht sind wir es ja. Vielleicht können wir mitmachen. Einer Kyoto, der die Kämpfe der Arena liebt. Besonders toll fand er immer Dark Toadster. Ob dieser Dark Toadster wirklich so toll war? Ich habe ihn hier noch nie gesehen. Bist du auf der Durchreise? Ich bin besessen vom Kampfsport. Also man sieht sich. Okay, man sieht sich. Habt noch Spaß mit euren Drinks. Und diese drei Tafeln, sind das irgendwie Newcomers? Sind das irgendwelche besonderen Leute? Irgendwelche besonderen Dudes, die hier immer gut kämpfen? Ich weiß es nicht. Ein Falkenheim-Tauder. Ein Falkenheimer-Taut, so rum. Er arbeitet wohl in dieser Stadt. Ich weiß nicht warum, aber ich denke, er ist auf unserer Seite. Ja, glaubst du? Hey Mario! Diese Hotdogs hier sind die leckersten der Welt! Und du? Bist du hier, um zu kämpfen? Ich werde dich anfeuern! Ja, okay, macht Sinn, dass du denkst, er ist auf unserer Seite. Ich denke das nämlich auch. Bestimmt ist er auf unserer Seite. Wenn er uns anfeuert, warum sollte er dann nicht auf unserer Seite sein? Ich vertraue dem Taul. Ich vertraue ihm. Was sind hier? Souvenirs. Können wir ja telefonieren? Nicht? Doch. Hallo? 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 Ach Mist, das Mikrofon hier ist kaputt. Hallo? Tut mir leid, wir liefern zurzeit nicht. Sicher? Hallo? Nein, geht nicht. Blöd. Das ist ein Lakito. Er ist hier, weil der die Atmosphäre im Falkenhain mag. Ich meine, okay, er kann da fliegen hier. Aber was er so redet, ist das eigentlich sehr weise oder vollkommen blöd? Ja, was sagt er denn? Diese Stadt, Falkenheim, schwebt in den Wolken, genau wie ich. Facts. Facts. Ein Falkenheimer Toadmädel. Sie würde gerne verreisen, verträgt aber keine Flugreisen. Deshalb bleibt sie wohl hier. Aber wie ist sie denn eigentlich hierher gekommen? Das ist gefallen. Du bist doch gerade aus dem Flugschiff ausgestiegen, oder? Oh, wie ich dich beneide. Ich würde auch gerne fliegen, aber ich vertrage es nicht. Ja, okay, wie ist er denn wirklich hier hochgekommen? Macht irgendwie keinen Sinn. Aber was sind das denn hier für schickimicki Bob-Oms? Das ist Sylvia. Sie ist genauso reich wie ihr Mann. Und man sieht auch an, dass sie zur High Society gehört. So, was? Eine Stadt, die in den Wolken schwebt. Wirklich hochinteressant. Wie viel es wohl kosten würde, hier ein Wochenendhäuschen zu bauen? Das sind so reiche Schnösel. Das ist Goldfried. Komischer Name für einen Bob-Omb. Jedenfalls ist er sehr reich. Genau wie der Rest seiner Familie. Er sieht wirklich reich aus. Und er redet immer nur davon, wie gut seine Geschäfte laufen. Das ist also Falkenheim.
Sieht ja ganz nett aus hier, oder? Wollen wir zunächst den Hotdog-Stand aufkaufen? Keine Sorge, ich hab Geld wie Heu. Oh Gott, ey, komm halt zum Maul. Ein Pop-Up mit dem ungewöhnlichen Namen Bronze Move. Ah, Gold, Silber und Bronze. Bronze, Silber, Gold. So rum am besten. Ja, verstehe. Der verwirrte Bengel in Goldfrieds reicher Familie. Egal wie reich sie sind, Kinder sind eben Kinder, oder? Papa, ich hab Hunger. Kaufst du mir einen Hotdog? Ich kauf dir sogar den ganzen Stand, wenn du willst. Oh Mann. Aber Hotdog, da kriegt man Hunger. Das ist Braten. Oh Mann. Er ist der Besitzer des Hotdog-Stands. Er macht schon seit 30 Jahren immer nur Hotdogs. Und er ist noch lange nicht zufrieden, sondern denkt sich ständig neue Rezepte aus. Seine Hotdogs sind berühmt und sogar unter den Touristen hat er Stammgäste. Respekt. Hallo. Braten hat die leckerste Hotdogs von Falkenheim. Für nur 10 Münzen bekommst du einen. Delikater Snack von Braten. Stellt 5 KP und 5 BP her. Na komm, wir wollen ihn mal supporten, oder? Bro, Hotdogs sind 10 Münzen fällig. Da kann man gar nicht nein sagen. Findest du nicht auch? Ich hab doch gerade einen gekauft. Herzlichen Dank. Er hat mir versucht, mehrere abzukaufen. Ja, weiß, wie man mit Touristen handelt. Muss die Touristen immer abziehen. Aber lasst euch nicht abziehen, Freunde. Guckt immer schön auf euer Geld. Punktetausch? Tausch KP gegen BP. Beachte die Höchstwerte. Oha. Das klingt tatsächlich ziemlich interessant. Aber klar. Musst du natürlich da auch aufpassen. Ja, so ein Gimmick-Ding. Oh, ich brauche hier nichts eigentlich. Nee, passt. Bin nicht so ein Item-Fan. Ich benutze sie nicht so wirklich oft. Aber hey, die Hauptattraktion, der Elefant im Raum, den will ich jetzt mal mir begutachten. Hallo und willkommen im Falkenheim-Stadion. Oder Arena, oder was auch immer. Was haben wir für Kämpfer? Zerbob-Oms, einen roten Kettenhund, wieder dieser Falke dort, ein Magikooper, vielleicht ist es auch Kamek selber, die Goomba-Bande. Interessant, was haben wir hier? Rangliste! Aurelius? Ach, der ist der Falke, Aurelius. Die Asku-Patrouille, die Feuerkettenhunde, das Brüder-Trio, oh nein. Lancissimo, die Kamek-Dämonen, das Fuzzy-Trio, die Schattengang, Stachelsteine, Pickelkäfer, okay. Stahlbruder, die Bomb-Air, die Hypersteine, Piranha und Co., Banditenbande. Boah, wie ist der Name denn entstanden? So Leute, lass mal eine Gang gründen. Wie nennen sie? Nach mir und Co. Geil. Und wissen nicht nur, dass dieses Unzeichen einfach nur ein E mit einem kleinen Kreis drauf. Sieht komisch aus. Lakito und Partner, die Knochenwerfer, das Pocky-Trio, die Panzerkämpfer, die Goomba-Bros. Was, die Goomba-Bros sind so weit unten? Schade. Sie sind kein Tod, der so enthusiastische Leute bekommen heißt. Nicht viele junge Leute haben zeigen heute in ihrem Job noch so viel Engagement. Ach, wenn ich an ihn denke, wird mir ganz warm ums Herz. Ein tolles Mädchen. Sie arbeitet hier und mag ihren Kollegen. Sie wirkt so jung und unschuldig. Was hast du gesagt? Sie wirkt so jung und unschuldig, ob sie wohl in diesen... Mann, drück mal weg. Ob sie wohl in diese Szene reinpassen. Ja, okay. Was bist du denn für einer? Ach der, das ist ein Sportreporter. Hast du jemand, der über die Champions berichtet? Ich habe dich schon mal im Fernsehen gesehen. Er ist ein alter Hase und zeigt dem Fotoreporter, wo es im Geschäft lang geht. Ach, ein Sportfotograf. Er wirkt ein wenig aufgeregt. Er ist aber auch noch nicht so lange im Geschäft und macht noch viele Fehler. Ich finde aber diese Designs cool. Aber haben heutzutage Mario Videospiele nicht so coole Designs? Vermisse ich irgendwie. Weg da aus dem Weg! Du stellst meine Arme, du Dilettant! Hey. Weg da aus dem Weg! Ich fotografiere nur berühmte Kämpfer! Oh, das wirst du noch bereuen, dass du das sagst. Ich zeig's dir, ja? Ich werde doch richtig berühmt irgendwann. So klein und schon so ein großer Fan von Dark Toadstar. Der Kleine kennt sich mit Kämpfen wirklich gut aus. Er ist mit seinem Vater hier. Schön, wenn Eltern Zeit mit ihren Kindern verbringen. Aber ist das wirklich das, was die Eltern einem zeigen sollten? Dieser Vater hat seinen Sohn in die Arena mitgenommen. Aber dafür wohl extra in seinen Urlaub geopfert hat? Oder wollte er sich die Kämpfe vielleicht selbst einmal ansehen? Auf jeden Fall ist es schön, wenn Väter sich so gut mit ihren Söhnen verstehen. Sohnemann, ich zeig dir jetzt mal, was ein echter Mann macht. Was sind die hier? Mein Sohn ist ein großer Fan des ehemaligen Champions, Dark Toadstar.
Aber Dark Toadstar scheint gar nicht mehr hier zu sein. Dabei haben wir extra diese lange Reise unternommen. Wirklich schade. Hey, Onkel, weißt du, wo Dark Toadstar ist? Nee, leider weiß ich es nicht. Außenstehende ist der Zugriff verboten. Wenn ihr einen Kampf sehen wollt, benutzt bitte den Haupteingang. Die Security Arena. Dieser finstere Typ bewacht hier den Eingang. Er sieht trainiert aus. Wahrscheinlich ist er sogar stärker als einige der Kämpfer. Oha. Oha, also wird vielleicht manchen Kämpfern einfach ein Job hier als Security Guard angeboten? Schau mal, wen wir hier haben. Die Diebin der Arena. Sie ist ständig auf der Suche nach seltenen Orden. Wenn sie hier ist, dann gibt es in der Arena bestimmt etwas zu entdecken. Hallo, mein süßer Mr. Schnauzer. Schön, dich zu sehen. Erstmal aufs Maul hauen. Hallöchen. Das ist Brilliant Tea. Also brillant, okay. Bei den Toads gehört sie zur High Society. Hast du ihr Kleid gesehen? Ist das nicht wirklich himmlisch? Schon. Ja, schon. Unglaublich, dass so eine Dame sich auch für die Kämpfe interessiert. Und dass sie auch noch eine Vorliebe für kräftig gebaute Männer hat. Ja, wahrscheinlich ist sie deswegen hier. Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Obwohl, eigentlich interessiere ich mich nur für Aurelius, den Champion. Ja, das war klar. Hey, lass doch nicht durch. Okay, ist der gleiche Typ, okay. Können wir nach oben? Und generell, wo geht's hier lang, so wirklich? Wer ist das ja? Ist das der gleiche? Nee, ein freiberuflicher Fotograf. Er hat einen scharfen Blick und seine Bilder verkaufen sich ziemlich gut. Pass auf, dass er dich nicht in falschen Momenten vor die Linse bekommt. Ich bin freier Fotograf, immer auf der Suche nach einem richtigen Knüller. Ja, dann viel Glück dir auf jeden Fall. Na, warum nicht? Und wir können tatsächlich oben durch. Wir können uns das Spiel anschauen. Oh, das wollte ich gar nicht. Da ist er doch, Aurelius und einer von den Leuten, die wir auf der Tafel gesehen haben. Was hat er seinen Namen nicht? Wow, sehr beeindruckend. Sieh dir das an, Mario. Da findet gerade ein Kampf statt. Ja, das sehe ich. Schluss jetzt mit den Kinderspielchen. Boah. Verdammter Mistkerl. Willst du mich immer noch schlagen, hä? Männer und Rückgrat haben hier nichts zu suchen. Bist kaum aus den Winden gestiegen und willst mich herausfordern. Zah, wag das bloß nicht noch einmal. Champion, was war dein Eindruck von diesem Kampf? Von einem Kampf kann keine Rede sein, Mann. Diese Schwächlinge hier langweilen mich alle. Sieht aus wie ein Super Saiyajin. Keiner kann mir auch nur im Entferntesten das Wasser reichen. Das sind doch Waschlappen, allesamt. Wer etwas anderes behauptet, soll sich sofort zum Kampf stellen. Ich nehme jede Herausforderung an. Und wer feige ist, kann weiter zu Hause hocken und mit seiner Konsole spielen. Ich bin der Größte! Ich bin der Champion! Oha! Warte mal, schaut mal! Sieh mal, Mario! Der Meistergurt! Ist das nicht das Sternjuwel? Oh nein, wir müssen ihn besiegen! Ganz sicher! Dieser Glanz! Das muss es einfach sein! Wenn das also das Sternjuwel ist! Dann müssen wir Champion werden! Oh nein! Sind wir dafür stark genug? Ich meine, okay, wir haben 20 Ebenen im Duellkacke geschafft. Wir könnten es schaffen, wir können es versuchen. Was sollen wir tun? Wir könnten den Meistergurt ja verstehlen. Sein Mist. Stehlen. Du machst wohl Witze, Mario, das geht doch nicht. Es bleibt jetzt also nichts anderes übrig als... Mario, du musst Champion werden und so den Meistergurt bekommen. Okay. Was denn? Du sollst dich erstmal als Kämpfer einschreiben lassen. Mann, ich bin aufgeregt. Na komm, lass uns keine Zeit verlieren. Okay, dann bei dir? Willkommen in der Arena! Hier kann man die spannendsten Kämpfe sehen! Ein Toad, der in der Arena arbeitet. Seine einzige Aufgabe ist, die Gäste zu begrüßen. Aber das macht er zumindest ganz gut. Ja, ich schätze schon. Wo treiben wir uns denn ein? Hier vorne? Oder können wir uns hier einfach das Spiel noch genauer anschauen? Tatsächlich, ja. Dies ist eine Toad-Zuschauerin. Wie es aussieht, feuert sie absolut jeden Kämpfer lautstark an. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Lass uns schreien an therapeutischen Nutzen. Und das macht auch noch Spaß. Oh Mann. Das ist ein Tauzuschauer. Er hat mit Sicherheit eine Dauerkarte für die Arena von Falkenheim. Ganz egal, wer kämpft, er jubelt immer, als gäbe es kein Morgen. Das muss toll sein für die Kämpfer. Dann haben wir denn noch alles hier. Bei diesem Zuschauer handelt es sich um einen Bluff. Er weiß schon ganz genau, wer Männer gewinnen wird. Wer sich so weit aus dem Fenster lehnt, sollte auch ein bisschen Ahnung haben. Und das tut er auch.
Und dieser Fernsehen Lakito, es vergeht kein Tag, an dem er nicht die Arena geht und sich alle Kämpfe ansieht. Wieso auch nicht? Schließlich hat er von seiner Folge aus so etwas wie einen Logenplatz im Abonnement. Ja, ist ein bisschen höher als die anderen, ne? Macht Sinn. Und schau mal, wer da kämpft. Was ist das denn für ein Stein? Krass. Kampf! Ah! Schreit mal bei mir angestauten Stress ab. Ah! Okay. Ob mal alle Kraft in den Angriff oder in die Verteidigung legt, das ist die große Frage. Na, wenn man versucht mitzudenken, macht das Zuschauen richtig Spaß. Ja, jeder wie er will, ne? Hey, auf ihn! Bei einem spannenden Kampf vergisst man alle Sorgen, findest du nicht auch? Nee, egal. Ah, du bist unglaublich, super! Danke. Lass mich durch! Verdammt, ich komme nicht durch. Eintragen scheine ich mich auch nicht zu können. Man muss vielleicht mit der richtigen Person reden. Kannst du mich eintragen? Ne, sie lobt nur ihren Angestellten. Wo könnte ich mich denn eintragen? Ich gucke nochmal oben. Hä, der sich jetzt bewegt, der Typ. Okay, warum hat er sich bewegt? Können wir vielleicht hier oben doch noch was machen? Mit den Leuten reden oder so? Bestimmt können wir mit den Leuten reden, ja. Tauzuscher! Er fährt die Kämpfer immer von seinem Lieblingsplatz im Oberrang an. Da muss man sich was überlegen, um Aufmerksamkeit zu erregen, wovon letztendlich auch du profitieren kannst. Die Zuschauer wollen gut unterhalten werden. Sie freuen sich über schön lang. Oh, gut zu wissen. Hier ist eine Tauzuscherin. Wenn sie einen Lieblingskämpfer hat, sieht sie sich in jedes Match von ihm an. Ja, sie vergibt sogar Kosenamen. Weißt du was, Mario? Sollen sie fragen, ob sie auch einen für dich hat? Aber es wohl in der zweiten Liga irgendein verstecktes Talent gibt. Wie frage ich dir das denn? Das ist ein Bluff. Er kommt jeden Tag her, um einen Blick auf den Meistergut zu werfen. Ja, so wie wir. Angeblich hat er sich zum Ziel gesetzt, ihn in spätestens 5 Jahren selbst zu tragen. Na dann mal viel Erfolg. Wenn ich groß bin, werde ich auch kämpfen in der Arena und verdiene viel Geld. In 5 Jahren gehört der Meistergut mir, ob du es glaubst oder nicht. Ja, aber dieses Jahr wird er mir gehören. Dieser Fall ist ein Lakito. Er gibt den Kämpfern in der Arena immer Tipps, egal ob sie es wollen oder nicht. Leider wirken seine guten Ratschläge immer etwas abgehoben. Zieh dich also vor, wenn er dir was erzählen will. Möchtest du wissen, wie man in einem Kampf auf keinen Fall verliert? Das ist mir eigentlich ziemlich egal, Mann. Entschuldige, ich hab dich nicht verstanden von lauter Wolke im Ohr. Also jedenfalls, indem man nicht kämpft. Das versteckt mir die Sprache, oder? Was? Indem ich nicht kämpfe, kann ich nicht verlieren? Wow. Aber es nicht mal zu versuchen, ist doch wie aufgeben. Also hat man doch trotzdem verloren, oder? Nicht? Schauen wir mal draußen, ob draußen irgendwer ist. Eine Ansprechperson, wo wir fragen können, ob wir mitmachen dürfen. Ja, warte mal, was ist denn hier? Sternspitzer, ich habe da irgendwas Gelbes gesehen. Geil. Warte mal, kann man hier nach links und rechts lang? Actually, ja. Schade, ist aber nichts. Hätte man wirklich noch was hinmachen können, oder? Also, wenn, dann hätte ich ja hier eigentlich so einen Sternspitzer versteckt. Aber auch gut. Haben wir ihn zumindest gefunden, ne? Na, aber das ist seltsam. Wo geht's denn jetzt weiter? Bei wem können wir uns jetzt eintragen? Warte mal. Wie habe ich das übersehen? Das ist mir sofort ins Auge gesprungen gerade. Wow. Okay, wo können wir noch weiterkommen? Ich habe nur gesehen, dass man hier oben fliegen kann. Aber das hilft ja nicht. Du kannst ja nicht irgendwo bestimmt hinfliegen. Irgendwo bestimmt ist. Oder? Wir können es nochmal versuchen. Ach, hier oben auf. Ja, und jetzt? Können wir die Ballons schlagen? Können die runterfallen? Hier ist nichts. Schlafattacke bringt auch nichts. Und ich möchte auch sein Geschäft nicht gefährden. Komisch. Nee, mit irgendwem müssen wir uns hier reden. Unterhalten und dann eintragen. Warte mal, vielleicht können wir mit den Security-Leuten reden? Die könnten uns vielleicht eintragen. Wir sagen denen einfach, hey, wir sind neu hier. Oder mit der Lady. Vielleicht mag sie ja so starke Männer wie Mario. Hallo. Nee. Red nur mit Champions, schade. Und du? Was? Du willst Kämpfer werden? Darüber musst du mit dem Manager Clubbone sprechen. Das Büro des Managers ist hier hinten. Er müsste dort sein. Geh also durch. Ah,
Danke, Mann. Das hat tatsächlich funktioniert. Okay, das sieht krass aus hier. Security! Dieser finstere Typ bewacht den Eingang. Sieht trainiert aus. Ja, okay, gleiche Info. Dies ist der Aufenthaltsort der zweiten Liga. Der Zutritt ist dir nicht gestattet. Okay, merken wir uns das aber. Zweite Liga können wir da rein. Oh, Fortuna-Orden. Nett. Ich glaube, man kann nicht stacken, oder? Kann das sein? Unbefugten ist der Zutritt verboten. Und wo führt das hin? Würde mir nicht sagen. Gab es nicht so einen Glitch, wo man sich out of bounds bringen konnte? Na egal. Dies ist der Aufenthaltsraum der ersten Liga. Der Zutritt ist ja immer noch nicht erschattet. Okay, das erste Liga. Verstehe. Speichern können wir trotzdem schon mal. Ist kostenlos. Dies ist die Garderobe des Champions. Unbefugten ist ja der Zutritt nicht gestattet. Okay, Champion-Zimmer. Ein Hotdog! Toll, warum habe ich den anderen gekauft? Das ist dann schlimm. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für, aber es bewacht niemand. Was? Du möchtest Kämpfer werden? Gut, dann geh hinein. Klobbern ist drin. Danke. Endlich mal einen Raum, wo wir rein dürfen. Endlich. Ach, du bist der Clubbone. Hey, was willst du? Das ist mein Reich. Hat man dir keine Manieren beigebracht, dass du ohne zu klopfen einfach reinkommst? Was? Ein Kämpfer willst du werden? Oh, yes. Oh, neue Kämpfer sind für uns immer willkommen. Aber unsere Kämpfer sind allesamt jung, kraftvoll, energisch und kampfeslüstern. Ein halbes Hemd wie du passt nicht wirklich in unser Programm. Hast du wirklich vor, der strahlende Champ unserer Arena zu werden? Ja, denke schon. Okay, okay, neue Probleme, ich verstehe. Ja? Dürfen wir mitmachen? Ist das in Ordnung? Ich war schließlich auch mal so ein armer Schlucker, als ich jung war. Aber mit diesem großartigen Körper habe ich mich in den Kampfsport gestürzt. Und schließlich bin ich Champion geworden. Du bist der Champion? Ich dachte, dieser Aurelius wäre es. Heute steige ich nicht mehr in den Ring. Ach so. Aber damals habe ich so viel Geld gemacht, dass ich es in meinem ganzen Leben nicht ausgeben kann. Ich bin so reich. Oh ja, mein Traum hat sich erfüllt. Also, merk dir eins, Mario. Tief in deinem Herzen solltest du deine Träume niemals aufgeben. Und du musst an deinen Traum glauben, um ihn wahr werden zu lassen. Hast du es gecheckt? Hast du kapiert? Und jetzt komm mit, na los! Okay. Er wirkt auf jeden Fall sehr optimistisch, auch für uns. Lässt uns jetzt hier? Nee. Durch den großen Saal? Sollen wir jetzt direkt einfach loskämpfen? Ah nee, in den Champion-Raum gehen wir. Aber hier wohnt doch auch Rede. Der Game Advance da vorne. Na, gefällt dir das, ne? Das ist die Garderobe des Champions. Grandios, oder? Wenn du der Champion wirst, gehört das Zimmer dir. Ganz zu schweigen von dem Haufen Geld, den du bekommst. Auf dich wartet ein Leben im Reichtum und Überfluss. Wow. Wenn der so zu jedem ist. Haha, noch unser Gameboy. Und das hier ist die Garderobe für die anderen Kämpfer. Und nicht gerade grandios, aber sauber. Ich sorge dafür, dass es meinen Kämpfern an nichts fehlt. Cool, er ist nett. Krass, dass der Boss nett ist, hätte ich nicht gedacht. Also dann, du weißt ja, dass es auf der Welt nur einen Champion geben kann. Und Champion zu werden ist ein hartes Stück Arbeit. Aber gerade das ist die Herausforderung. In deinen Augen sehe ich glühenden Kampfgeist. Sehr gut. Du scheinst das Zeug zum Champion zu haben. Da bin ich mir ganz sicher. Hey! Ja, Mann. Wenn du wirklich Kämpfer werden willst, dann werde ich sofort diesen Vertrag unterzeichnen. Und du wirst ihn auch unterzeichnen, ja? Kein großer Akt. Wirst du einfach hier deinen Namen schreiben? Nein. Was? Du sagst nein? Ich mag Leute mit Glück gerade, aber trotzdem wirklich schade. Wenn deine Meinung änderst, komm her, du bist hier jetzt dafür gekommen. Nein, war ein Scherz. Ah, da bist du ja wieder. Boah, du warst lange weg. Also, willst du deinen Namen unterschreiben? Ja. Mario, Mario. Vertrag unterschrieben. Okay, okay. Du heißt also Mario. Schöner Name. Aber als Kämpfername ist ein bisschen schwach, weißt du? Genau, ich hab's. Dein Kämpfername ist Bombaluigi. Ein kraftvoller Name, oder? Bombaluigi? Aber ich heiße Bomba Mario. Hallo, Luigi ist mein Bro. Okay, ich weiß schon. Mein Gespür von Namen ist nicht das Schlechteste.
Von nun an heißt du Bomba Luigi. Liefere uns heiße Kämpfe, Bomba Luigi. Okay. So, jetzt bist du ein Kämpfer. Toads Cover? Warte, die kennen wir doch. Das war doch die mit dem Kleid, oder? Ja, bitte. Sie haben gerufen. Wir haben einen neuen Kämpfer, Bomba Luigi. Bring ihn in seinen Aufenthaltsraum. Verstanden, Herr Klappbaum. Zu Befehl. Also dann kommt mit. Die Brille nach oben hebt. Was ist das für so ein Mini-Laptop? Habt ihr das gesehen? Das sah seltsam aus. Da du jetzt zu den Kämpfern gehörst, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Also zunächst, was Herr Klappbaum gesagt ist, Gesetz. Folge seine Anweisungen sonst. Laut Vertrag darfst du deine Registrierung nicht ohne seine Erlaubnis kündigen. Darüber hinaus gibt es noch viele Regeln zu beachten, aber dazu komme ich später. Ja, okay, ist ein bisschen streng hier, aber ist normalerweise auch so in solchen Clubs, in solchen Kämpfen, Arenenkämpfen. Kann ich verstehen. Also, das ist dein Aufenthaltsraum. Sieht nicht schön aus hier, alles voll gemüllt. Du beginnst als Zweitligist, okay. Wenn dir dieses schmuddelige Zimmer missfällt, solltest du schnell in die erste Liga aufsteigen. Wenn du bereits im Kampf bist, melde dich bei diesem Gameboy an. Gegen wen du antrittst, entscheidet der Herr Klappbaum. Du darfst nicht ablehnen. Probier's doch gleich, geh zum Computer und log dich mit A ein. Wähl deinen Ranglistenkampf. Jo, mach ich gleich. Ich will mich aber erstmal mit den ganzen Leuten hier unterhalten, die hier in dieser Schmuddelbude leben und nicht mehr rauskommen, weil sie den Vertrag unterschrieben haben. Mach Rono, der Panzer-Cooper, ein ganz normaler Cooper mit braunem Panzer eben. Ein freundlicher Cooper, der sich immer Sorgen um dich macht. Du sollst auf jeden Fall gut auf deine Gesundheit achten. Und du solltest überflüssige Fehler vermeiden. Danke, Mann. Er gibt dir alle Motivation, weiterzumachen. Cool. Bomb Astor, der Bomb. Seine Tipps solltest du besser befolgen. Er kann dir viele nützliche Infos geben. Wenn du irgendetwas Nützliches wissen willst, frag mich ruhig. Schließlich bin ich viel erfahrener als du. Ja, stimmt. Okay, und wie frage ich? Feldhelm, der Hyperkarl. Wenn er redet, tut er immer cool und redet abfällig. Aber in Wirklichkeit ist er gar nicht so abgebrüht. Bestimmt ist es ihm nur peinlich, Gefühle zu zeigen. Gar nicht so übel. Danke. Samum, der große Bandit. Der keiner weiß, warum er so oft die Garderobe verlässt. Ob ihm die Meisterschaft wirklich so egal ist? Ich gehe gleich mal wieder auf meinen üblichen Spaziergang. Okay, die nehmen das alle aber nicht wirklich ernst, habe ich das Gefühl. Das ist ein gelber Maxi-Block. Du kannst noch nicht kaputt schlagen. Okay, dann melden wir uns ja an. Ja, was ist das? Kling! Ich würde es nochmal hören. Da war das Kling nicht am Ende. Ach man, ernsthaft. Automatisches Registrierungssystem. Was möchtest du? Rangskampf. Hallo, Bomba. Super, dass du es gleich versuchst. Ich wusste doch, du hast Kampfgeist. Im ersten Kampf wirst du gegen die Gumba-Brüder antreten. Ganz easy, glaub mir. Zeig mir einen haarknackigen Kampf. Und sorge für Stimmung im Publikum. Der Kampf soll richtig knackig werden, Mann. Zeig ihnen mindestens eine Scheunlage. Die übrigen Regeln wird dir Toads Gopher erklären. Also, good luck. Du wirst also kämpfen. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Sicher ist derjenige, der das erste KP des gegnerischen Teams auf Null bringt. Aber es reicht nicht zu siegen. Du musst die Auflagen im Kampf genau einhalten. Also musst du diesmal dem Publikum mindestens eine Scheunlage liefern. Erfüllst du das, bekommst du im nächsten Kampf einen höherrangigen Gegner. Bist du mit Rang 11 aufgestiegen, kommst du die Chance, in die erste Liga zu wechseln. Okay, also es gibt 20 verschiedene oder 19 verschiedene Gegner, die man antreten kann. Aber wenn man die Missionen hier erledigt, kann man schneller hochsteigen. Dann verschwendet man keine Zeit, so gesehen. Das wäre vorerst alles. Hast du verstanden? Jo. Also gut. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Es dauert dann wohl eine Folge, bis wir abgeholt werden. Also bis zur nächsten Folge, Freunde. Oh, das ist ja schon.